So, Freunde, die Kacke ist mal wieder komplett am Dampfen, denn KuchenTV, wer hat's anders erwartet, hat mal wieder Beef. Diesmal mit einem Drachenhater. Sein Video heißt Drachenhater mit fürchterlichen Fronts gegen KuchenTV. Und Mazdak sitzt gerade hier und wird auf dieses Video reagieren. Ich würde mal sagen, auf entspannten, zurücklehnenden Hasen, let's go. Jo, Freunde der Hater, am Anfang die Meldung, ich habe jetzt endlich die neue Sony Alpha 7 IV, meine Freunde. Endlich 60 FPS in Full HD, meine Freunde, ist das krank. Mashallah, mach nochmal. Bald kommen 4K-Videos. Auf jeden Fall gibt es derzeit einen Drachenhater, der jetzt, glaube ich, insgesamt schon so 4 Videos über mich gemacht hat, wo er teilweise wirklich sehr, sehr komisches Zeug erzählt. Und ihr wisst, die Klicks nehme ich natürlich gerne mit. Ich finde es übrigens mega lustig, dass er in einem Interview auf einem Schalke-Kanal Folgendes gesagt hat. Das ist nichts anderes, also das meiste, was er macht, ist, er nimmt die, was hat Monte gemacht? Was hat Excel gemacht? Er nimmt also alle, die gerade angesagt ist und erzählt dann über die Geschichten darüber und das auch schlecht. Während sein ganzer Kanal quasi nur aus Kritik über den Drachenlord besteht. Also ist das vernünftiger Content oder was möchtest du mir damit sagen? Kann ich by the way nochmal kurz sagen, dass der Typ ungefähr 40 bis 50 ist und... Was spielt das für eine Rolle? Also ich weiß ja nicht, wie lange er noch YouTube machen will oder machen wird, aber der Typ kann doch tun und lassen, was er will, selbst wenn er 40 bis 50 ist. Ich bin auch bald 40 bis 50 und trotzdem tue und lasse ich, was ich will. Wenn er Bock dran hat, soll er doch Videos ballern. Und sein halbes Leben sich anscheinend um den Drachenlord dreht, einen Typen, der wahrscheinlich einen IQ von 70 hat. Laut Gerichtsbeschluss hat er einen IQ von 80. Na gut, ich meine, früher haben sich RTL-Zuschauer halt im Fernsehen darüber gefreut, wenn sie ein bisschen klüger sind. Heute macht man das gleiche halt mit dem Drachenlord. Naja, wie dem auch sei, das dümmste Video, was er gegen mich gemacht hat, ist sein Wer ist dieser Lauch-Video? Naja, Bro, ich will halt nicht angeben, ne, aber ich war die Woche auch ein, zwei Mal trainieren, also wenn du irgendwie Bock auf... So richtig auf Ehrenmann-Modus mit Handschuhen. Was waren das für Gewichte, warte? Okay, eine kleine Scheibe hier, vielleicht 2 Kilo oder so. Dann hier Bankdrücken auf Ehrenmann-Basis. Ja, sehr, sehr stramm, oder sehr, sehr stramm. Hauptsache, er trainiert. Also, wenn du irgendwie Bock auf Beef hast, Digga, dann melde dich doch. Auf jeden Fall fängt das Video schon sehr gut an. Vor allem, das wäre doch mal eine richtig geile Idee. Entweder KuchenTV gegen den Drachenhater, der im Übrigen Hank heißt. Woher kenne ich ihn? Er hat mal auf mein Murat-Video reagiert. Und da habe ich feststellen können, dass er zumindest in einigen Punkten ungefähr eine gleiche Denkweise hat wie ich. Er ist gegen Mobbing, er ist gegen Pedos. Er hat allgemein ein Problem mit Fake-Influencern. Und ja, ich kann hier nicht ganz unvoreingenommen an diese ganze Thematik rangehen. Weil die Reaction von ihm war geil. Und nein, es liegt nicht daran, dass wir beide fast gleich alt sind. Er ist weit über 10 Jahre älter als ich. Was aber nichts Negatives sein muss. Es heißt einfach nur, er hat viel, viel mehr Lebenserfahrung. Aber in meinen Augen ein guter. Die folgende Aufnahme wurde mir zugespielt auf Instagram. Ich weiß, die ist etwas älter. Wer es ist, weiß ich natürlich nicht. Ihr könnt mir aber eure Annahme gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber von wem auch immer diese Aussagen stammen, würde ich den erwischen. Wer die Hölle los? Oh. Und was man noch sagen muss, die Stimme von dem ist einfach nur geil. Okay, ich denke mal, genug geblowt. Das war die Retourkutsche für deine geile Reaction auf mein Video. Oh, es geht also um ein Gespräch, was schon etwas älter ist. Na, da bin ich jetzt aber gespannt, was er uns da zeigen wird. Du bist halt wirklich pädophil jetzt, oder? Pädophil ist halt so ein hartes Wort, weißt du? Man hat halt so seine Vorlieben. Was war eigentlich die Jüngste, mit der du halt so... Also ich finde, ab 14 ist es halt in Ordnung. Auch ab dem deutschen Gesetz, daher finde ich das jetzt auch nicht wirklich pädophil. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Dieses Ding wird KuchenTV noch eine lange, lange Zeit verfolgen. Er will dem ABK eine Falle stellen. Inszeniert dieses Gespräch mit irgendeiner anderen Person, ich habe den Namen jetzt vergessen, wie der heißt, leitet es weiter an ABK. ABK benutzt dieses Gespräch in einem seiner Videos gegen KuchenTV. Aber KuchenTV geht jetzt davon aus, dass jeder, der diesen Ausschnitt gesehen hat, automatisch auch die Auflösung dieser Falle mitbekommen haben muss. Denn die Auflösung gab es in seinem Antwortvideo zu ABK. Aber ich weiß nicht, ob er das Internet verstanden hat oder nicht. Die Leute klicken auf ABKs Video drauf. Vielleicht gehen maximal 20% seiner Zuschauer dann auf die Antwort von KuchenTV. Von den 20% disliken 15% direkt das Video, ohne es zu schauen. Und vielleicht 5% der Zuschauer, die gerade dieses falsche Bild von Kuchen im Kopf haben, schauen sich das Video von Kuchen bis zur Hälfte oder komplett an. Und checken dann erst, ah, das war eine Falle. Aber
Ganz normale Zuschauer machen das nicht. Bei denen ist es im Kopf geblieben, diese Aussagen, die er da getätigt hat. Oh Bruder, er zeigt halt mein Fake-Gespräch von vor 5 Jahren, womit wir damals ABK reinlegen wollten, verkauft das jetzt als echt und denkt, dass das Ganze wirklich so passiert ist anscheinend. Dazu tut er halt noch so, als ob er ja gar nicht wüsste, um wen es da geht, weil er wahrscheinlich denkt, dass er irgendein krasses geheimes Gespräch veröffentlicht hat, was natürlich gegen das Gesetz wäre. Also da hat man spätestens gemerkt, dass das von ihm sarkastisch gemeint war. Natürlich wusste er, um wen es da geht. Das hat man doch an seinem Gesichtsausdruck gesehen. An der Art und Weise, wie er das ausgesprochen hat. Ich meine, alleine das ist halt schon mega ekelhaft, weil es halt logischerweise mehr als offensichtlich ist, dass ich gemeint bin. In einigen Kommentaren hat er auch ganz klar durchscheinen lassen, dass es halt um KuchenTV geht. Also um was denn sonst? Ich glaube, das muss ich hier niemandem erklären. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze nur ein Joke sein sollte, im Sinne von, ich habe ja gar keine Ahnung, wer das ist. Ja gut, dann ist der Joke irgendwie an mir vorbeigegangen. Dazu ist mir auch eine Sache aufgefallen. In dem Ausschnitt eben habt ihr wahrscheinlich gehört, dass im Hintergrund Musik ist. Diese Musik gibt es aber im Original gar nicht. Aber wisst ihr, wo diese Musik gezeigt wird? Im Video von ABK. Yo Jays, wir waren dann noch am Dom und dann sind halt so 2 14-Jährige zu uns gekommen, haben Bilder mit uns, sind dann noch abends mit denen losgegangen, haben ein bisschen was. Das heißt, entweder irgendwer anderes oder er selber hat einfach die Ausschnitte, die ABK benutzt hat, rausgeschnitten, aneinander gepackt und hat das dann halt, wie gesagt, da auf YouTube hochgeladen, um quasi zu zeigen, boah, guck mal, was der Kuchen da schon wieder gemacht hat. Und jetzt ist doch ganz legitim, so funktioniert das doch. Er schaut sich das Video von ABK an, kann ja nicht davon ausgehen, dass bei dir irgendwo irgendwann eine Auflösung dazu kam. Geht er halt bei jedem davon aus, dass man böse recherchieren muss, dass man immer informiert an eine Reaction reingehen sollte. Und höchstwahrscheinlich ist der Hank einfach nur ein Typ, bei dem das ein Hobby ist. Und ein Hank Lose, der mich zwar die ganze Zeit dafür kritisiert, wie schlecht ich doch recherchiere und... Heißt der Hank Lose? Nicht Hank Lose? Und wie uninformiert meine Videos sind, muss natürlich nicht selber nachrecherchieren, sondern kann solche Ausschnitte, die ihn irgendwer zugeschickt hat, natürlich einfach mal hochladen und als echt verkaufen. Ja, aber was soll er da denn machen? Soll er sich 20.000 Videos auf deinem Kanal angucken, um irgendwann feststellen zu können, oh, das war nur eine Falle. Wie kommt man denn da drauf? Selber hat dann übrigens auch kommentiert, dass es wohl ein Prank gewesen ist. Also, was für wohl ein Prank? Bro, die Originalaufnahme ist einfach immer noch auf YouTube verfügbar. Genau, so, das ist die Audio. Xenix soll jetzt also herausfinden, wie war die Jüngste, mit der ich je geschlafen habe, warum bin ich so ein Pedo und solche Sachen halt. Und wir tun ABK jetzt einfach mal den Gefallen und ich werde diese Fragen jetzt Xenix hier live auf diesem Discord beantworten. Man muss dazu aber auch sagen, ich weiß ja auch, dass das Ganze eine Falle war und nicht der Wahrheit entspricht. Ich könnte jetzt auch ankommen und genau diese Ausschnitte benutzen, um ihn in die Pfanne zu hauen. Habe ich aber bis jetzt noch nie gemacht, werde ich auch nicht machen. Es gibt aber viele Leute, die genau diese Situation ausnutzen und die Karte gegen KuchenTV ausspielen. Finde ich auch nicht gut, sage ich euch, wie es ist. Nichtsdestotrotz verstehe ich aber nicht, wie man trotzdem nochmal einen ähnlichen Fehler machen kann mit verheerenderen Folgen. Dass er aus diesem einen Fehler, dem ersten Fehler nicht gelernt hat und genau die gleiche Scheiße Ende letzten Jahres nochmal abzieht. Wo hat er gelogen? Er hat definitiv mehrfach gelogen. Aber was war jetzt gelogen? Dass er ein Frauenschläger ist? Sein Heulstatement? Oder die Statements danach hat er vielleicht versucht, seinen Arsch nochmal irgendwie zu retten, weil man immer noch dafür belangt werden kann, rein rechtlich gesehen. Wir wissen es einfach nicht. Ich finde es halt wirklich einfach nur ekelhaft, wie er das Ganze komplett falsch hinstellt, aus dem Zusammenhang reißt und seine Zuschauer das auch teilweise einfach übernehmen. Und selbst nachdem einige Leute ihn auch richtigerweise darauf hingewiesen haben, lässt er das Ganze natürlich immer noch online und denkt auch gar nicht daran, das vielleicht offline zu nehmen oder irgendwie mal klarzustellen. Er will sich aber beim Drachenlord und Co. immer als moralische Instanz hinstellen. Ach, ich feier das. Sein Video endet dann übrigens mit folgenden Worten. Tja, sind unsere lieben Kleinen nicht in guten Händen, wenn sie irgendwelchen YouTube-ihr Gehör schenken? Vielleicht mal drüber nachdenken. Also, ich weiß nicht, Bro. Ich würde mein Kind lieber bei einem Influencer lassen, als bei einem Hetzer wie dir. Das Geile ist, in einem anderen Video hat er mal Folgendes gesagt. Wenn jetzt diese YouTuber /innen... Ja, da kriege ich echt die Kotze. Ja? Mazdak Army innen. Mazdak innen. Ich glaube, dieses Gendern und ich, wir werden nie Freunde. Hingehen und irgendwelchen Schmutz verbreiten, permanent irgendwelchen unrecherchierten Blödsinn verbreiten. Stimmt, es ist schon wirklich schlimm, wenn Influencer uninformierte, unrecherchierte Informationen verbreiten. Also, so wie du das auch machst. Auch abgesehen davon ist er einfach die Doppelmoral in Person. Denn in dem gleichen Video sagt er zum Beispiel Folgendes. Was ich möchte, ist, dass irgendwann ein Gremium da ist, das hingeht, okay, du kannst nur dann Geld damit verdienen, wenn es auch irgendwas fundiertes ist, was
jemanden weiterbringt. Wenn es nur irgendwelcher Stuss ist, ja, weil man über irgendwelche It-Girls oder irgendwelchen Dreck informiert, sollte es dafür gar nicht geben. Dann kann man da irgendwann auch mal als Hobby, ja, aber sonst nicht. So, fertig. Okay, also ich soll beispielsweise mit meinen YouTube-Videos kein Geld mehr bekommen, weil die Themen und Videos, die ich hochlade, einfach Dreck sind. Das stimmt nicht ganz. Also ich weiß nicht, ob er jetzt den Kuchen damit meint oder ob er irgendwelche Influencer wie zum Beispiel eine Praline Sackmann damit meint oder einen Simon Desue, von dem ich auch schon sehr, sehr viele Anwaltsbriefe hier in meiner Schublade drin liegen habe. Ja, Joshua Weißbender. Das war Schock des Todes für mich, als ich den Brief gekriegt habe. Hä, wer ist das? Joshua Weißbender? Wen habe ich denn kritisiert, der so heißt? Und dann steht da unten, ja, bla, unser Mandant mit dem Künstlernamen Simon Desue. Sie haben ihn als das und das beleidigt und hier und da und tralala. Ich gehe eher davon aus, dass der Hank solche Influencer meint. Und da stimme ich ihm auch teilweise... So, sorry, wurde kurz unterbrochen. Weiter geht's. Du sollst aber anscheinend weiterhin damit Geld verdienen. Bei dir ist das in Ordnung, obwohl sich 3/4 deines Contents um den Drachenlord dreht. Denn unser Hank Lose ist YouTube-Partner. Ich kriege vor seinen Videos Werbung. Also, wenn du wirklich der Meinung bist, dass man nur mit richtig tollem und nicem Content Geld verdienen sollte, dann gib doch deine YouTube-Partnerschaft ab oder hör zumindest auf, Werbung zu schalten. Denn das Ding bei der Sache ist, man kann auch Werbung geschaltet kriegen vor seinen Videos, wenn man kein Partner ist. Das habe ich zum Beispiel mit meinem Third-Account, wo ich Gaming hochlade, da habe ich noch nicht die Anforderungen erfüllt und trotzdem wird Werbung davor geschaltet. Also das ist auch möglich. Aber soweit ich mitgekriegt habe, ja, einer meiner Zuschauer hat das geschrieben, dass der Hank die Einnahmen seiner YouTube-Videos spendet für wohltätige Zwecke. Stramme Sache. Das ist doch eine ziemliche Doppelmoral von dir, oder nicht? Ah, das zählt wahrscheinlich nur für die ganz Großen. Bis zu einer bestimmten Summe Geld verdienen ist wahrscheinlich noch in Ordnung, aber darüber kommen darf man nicht. Vor allem verstehe ich Hank auch irgendwie sowieso nicht. Er hat zum Beispiel vor ein paar Tagen auf mein Soziopathen-Video reagiert. Und da waren keine extrem dummen Aussagen meiner Meinung nach drin. Das war eine ganz normale Reaction, wo er mich auch relativ fair behandelt hat, auch wenn ich viele Dinge nicht unterschreiben würde, die er da sagt. Anders sieht es allerdings mit der Reaction aus, worum es in dem Video auch eigentlich gehen sollte, und zwar KuchenTV versucht es nun mit Küchenpsychologie, Gewitter im Kopf und Yunis Amiri in Nebenrollen. Diese Reaction zeigt nämlich meiner Meinung nach, was Hank einfach für ein Mensch ist. Denn er ist jemand, der alles und jeden komplett schlecht redet, wenn er es selber nicht feiert oder mag. So sogar Kollege. Der hat ein Buch geschrieben? Kollege hat ein Buch geschrieben. Wenn du da rausfilterst, die Worte Bruder und ich und deine Mutter, dann ist das Buch wahrscheinlich auch nur 3 Seiten lang, wa? Ja. Okay, das ist der erste Punkt, wo ich sagen muss, zu 100%, dass ich mit ihm nicht übereinstimme. Allgemein, diese Deutschrap-Scheiße feiere ich nicht. Ihr wisst es, wie ich dazu stehe, zu den ganzen bellenden Blöffern, die einen auf hart tun und eklige Werte vermitteln. Nichtsdestotrotz hebt sich Kollega von den meisten dort ab, auch wenn all das, was er da rappt, / propagiert, fake ist. Er hat Jura studiert, er scheint was in der Birne zu haben. Wenn man sich mal seine Interviews etc. reinzieht, da denke ich, hat der Hank einfach pauschalisiert. Ja, gerade jemand wie Kollega ist ja genau für diese Sachen bekannt. Lustigerweise gab es von der PULS mal so eine Studie, die geschaut hat, wie viele Wörter einige Rapper oder auch Dichter von früher benutzen. Und Kollega ist tatsächlich mit knapp über 3000 Wörtern auf Platz 2. Sogar noch vor Goethe. In seinem Song Angeber Paul Rap Infinity hat er einfach eine Reimkette, die über 2 Minuten lang ist. Das heißt, er reimt wirklich 2 Minuten lang auf das gleiche Wort. Digga, wie geht das? Tut mir leid, Kollege. Er meint das bestimmt nicht so. Aber natürlich ist doch nicht nur Kollege das Feindbild, sondern zum Beispiel auch Influencer-Manager. Also Influencer-Manager, ja, ist ja sowas wie Spielerberater. Besonders weitsichtig und so sind die alle nicht. Ne? Das ist halt eben wie professioneller Sportwetten-Dulek. Auch da alle über einen Kamm zu scheren, ist halt schon ziemlich weird. Und ja, ich habe einen Manager und ich hatte auch schon früher andere Manager, also ich kenne mich da halt auf jeden Fall so ein bisschen aus. Diesen Punkt mit Managern etc. habe ich eh nicht verstanden. Ja, die unterstützen dich da in diversen Punkten. Soweit ich mich nicht irre, nehmen die sich auch 20% oder 30%, je nachdem bei wem du bist, deine Einnahmen. Okay, wenn du bei Arafat bist, 50%. Aber unterm Strich, sage ich euch ehrlich, wie es ist, das sind so Sachen, die man rein theoretisch eigentlich auch selbst auf die Reihe bekommen sollte. Aber okay, wer weiß, wie viel solche Vollzeit-YouTuber zu tun haben, damit Videos aufzunehmen, Skripts zu schreiben, zu recherchieren. Vielleicht fehlt denen einfach die Zeit und der Manager nimmt denen einiges an Arbeit von den Schultern. Vielleicht kommen dann auch Placements und so ein Scheiß rein durch den Manager, wo er auch nochmal prozentual mit dran verdient. Also eine Daseinsberechtigung haben die.
es gibt mit Sicherheit auch einige gute Manager da draußen, die ihre Arbeit gut machen, wie zum Beispiel Mark de Champagne, der Manager von Sinan. Also der Typ ist wirklich fleißig und er hat zu 1000% seine Daseinsberechtigung. Aber ich denke, in vielen Fällen wird das auch einfach überbewertet. Das Ding ist, dass diese Influencer-Manager logischerweise eigentlich nur Geld verdienen, wenn sie dir zum Beispiel ein Placement ranholen. Das heißt, die sind schon sehr weitsichtig, denn um da erfolgreich zu werden, musst du natürlich auch in die Zukunft gucken, immer sehr gut connected sein und halt solche Sachen. Also das ist nichts, was du mal eben nebenbei machst und das kann man auch nicht irgendwie mit Sportwetten vergleichen. Er ist halt dieser typische Stammtischprolet, der halt einfach alles schlecht redet, was er selber nicht feiert. Aber er mag natürlich nicht nur Influencer-Manager nicht, sondern natürlich auch Influencer. Meine Güte, wo sind eigentlich Stars hin? So richtige Leute, die was können. So. Am schönsten hat es der Glückner im Dschungelcamp gesagt, ne? Eigentlich geht das gar nicht, dass man so richtige Stars mit irgendwelchen Influencern zusammensteckt. Also, das ist ja mal ein ganz anderer Level, ne? Bin ich eigentlich der Einzige, der es lustig findet, dass gerade Harald Glöckler von sich behauptet, ein Star zu sein? Die Frage, die sich hier eigentlich generell stellt, was ist denn eigentlich ein Star? Also ich sehe Harald Glöckler jetzt auch nicht als Star an. Ja, man kennt ihn im Fernsehen. Es gibt ja immer die Unterschiede. Stars aus dem Fernseher, die werden halt als wahre Stars betitelt. Und Stars, sage ich mal, im Internet, die meistens sogar mehr Reichweite besitzen, wie diese im Fernseher auftauchenden Stars. Aber für mich persönlich sind Stars, also wirkliche Stars, zum Beispiel Leute wie Michael Jackson, Tupac, Prince, Madonna, Whitney Houston, Hollywood-Stars, ja, große Namen, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan. Also die Liste ist eigentlich endlos lang und solche Leute sehe ich wirklich als Stars an. Also in dem Punkt sage ich euch ehrlich, wie es ist, für mich sind YouTuber keine Stars. Ja, Bekanntheitsgrad definitiv groß, reichweitentechnisch auch stark am Start. Aber im Endeffekt fehlt mir dieses gewisse Etwas, dieser gewisse Glanz. Aber das kann halt jeder anders sehen, so wie er will. Gerade heutzutage ist das wahrscheinlich auch eher eine Generationenfrage. Harald Glöckler ist bei den Ü50 RTL-Zuschauern garantiert ein Star. Genauso ist ein Influencer aber auch ein Star für die jüngere Generation. Ja. Ein Montana Black hat beispielsweise 3,1 Millionen Follower auf Instagram, ist der größte deutsche Twitch-Streamer und macht, glaube ich, mit allen seinen YouTube-Kanälen insgesamt im Monat über 50 Millionen Aufrufe. Möchtest du mir wirklich erzählen, dass der kein Star ist? Also egal, ob du den magst oder nicht, aber er ist doch so populär und berühmt, also gerade da passt doch das Wort, oder nicht? Das ist halt dieser typische Influencer-Hass im Sinne von, ja, die können sowieso alle nix, dass die sich Star nennen, das geht ja gar nicht. Aber irgendwelche RTL, B, C oder Z-Promis, die da irgendwie zweimal im Jahr irgendwie vor die Kamera gehalten werden, das sind dann wirkliche Stars und Promis, oder was? Nee. Im Gegensatz zu Taylor Swift oder Ariana Grande, irgendwelche RTL-Leute als Stars zu bezeichnen, ist halt für die wahrscheinlich ebenfalls eine Beleidigung, wenn man überlegt, in was für einer Größenordnung die unterwegs sind. Aber immerhin findet er mich hübsch. Denn schon am ersten Monat, nachdem er diese Umstellung hatte, hat er sich von den Minusabonnenten in einem Monat auf plus 14.000 hochgearbeitet. Ja, das sind die ganzen 14-jährigen Mädchen. Ja, der ist so süß. Bro, also ich weiß ja nicht, ob ich bei 14-jährigen Mädchen so gut ankomme. Ja, müsste ich mal ausprobieren, ne? Er wirft mir aber zum Beispiel auch Folgendes vor. Also der macht da also echt, er sucht sich da zwei YouTuber raus, die jetzt wahnsinnig viele Klicks verloren haben, einfach nur, weil, naja, ist auch wurscht, einfach nur, um sich da selber zu präsentieren. Es ist einfach... Ja. Es ist ja zum Glück halt auch nicht so, dass es irgendwie schon 10 oder mehr Folgen von 3 abgestürzte YouTuber gegeben hat, wo ich, wie es auch im Titel steht, immer 3 YouTuber zeige. In dieser Folge habe ich absichtlich noch 2 andere YouTuber mit reingenommen, damit ich nicht allein in diesem Video bin. Das finde ich aber gut, dass er sich selbst auch auf die Schippe nimmt. Ja, dass er sich selbst auch roastet, so wie man das immer so schön sagt. Danke, Bro, genau so. Denn zumindest das Gute für KuchenTV ist hier, Zeit heilt alle Wunden. Ah, wirklich? Ist das so? Ja, leider Gottes ist das so. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ja, man kann mal einen Fehler machen, man kann mal 2 Fehler machen, man kann 3 Fehler machen, das ist schon sehr grenzwertig, aber immer und immer wieder gefühlt jede Woche in ein anderes Fettnäpfchen zu treten, kommt mir mittlerweile so vor, als wenn das alles geplanter Scheiß ist, da er ganz genau weiß, wie das Internet funktioniert, dass das Internet sehr, sehr schnell vergisst und so hält man sich wenigstens noch auf einem bestimmten Relevanzlevel. Auch wenn das zum Beispiel nur Hate
Creator sind, die sich diese Videos dann angucken. Aber man hat diese Klicks generiert. Und es ist leider so. Da gebe ich ihm zu 1000% recht. Er zieht einfach eiskalt durch. Er wird zu Boden geschlagen, baut Scheiße, aber steht wieder auf. Das ist doch das, was ihn ausmacht und ihn im Endeffekt dahin gebracht hat, wo er sich zurzeit befindet. Man kann über KuchenTV sagen, was man will. Er hat sehr viel Scheiße gebaut und seit letztem Jahr, Ende letzten Jahres, bin ich auch mehr als nur enttäuscht von ihm. Aber er bleibt am Ball, er zieht durch und er hat ganz genau kapiert, wie diese Internetwelt funktioniert. Und das posaunt er auch so. Er meint also, in einer Weile und abonnieren die sowieso alle wieder, die Spacken. Ne? Und dann kann ich da meine Zuckungen wieder gewinnbringender Real Talk anbringen, was weiß ich. Ja, so ist es halt nun mal. Wenn ich nicht gerade komplett dumm bin, was halt wirklich gerade an der Grenze ist, und wenn ich mal aufhöre, alle zwei Wochen irgendeinen Skandal zu haben, ja, er sagt es ja selbst, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich so, dass im Laufe der Zeit, und da reden wir vielleicht auch von einem Jahr oder zwei, viele alte Zuschauer wiederkehren. Ich meine, das kriege ich jetzt schon in den Kommentaren mega oft mit, dass Leute geschrieben haben, ey, nach deinem Skandal habe ich dich deabonniert, aber jetzt bin ich wieder am Start. Korrekt, Digga, ich feiere euch alle hier. Brofist in die Kamera, mein. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich ihm eine Bombe gebe. Aber war natürlich auch Spaßbasis. Freunde, yeah, geil. Habt ihr euren Monitor kaputt gemacht? Schreibt's in die Kommentare. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass meine Skandale deswegen weniger schlimm sind oder so, denn sie sind immer noch genauso schlimm wie vorher. Aber so funktioniert nun mal das Internet und vor allem auch die Menschen. Man findet etwas doof, man distanziert sich. Nach ein paar Monaten oder Jahren denkt man sich so, ey, das ist schon x lange her. Mein Gott, ist ja immer noch ein hübscher Typ, ne? Ja, ich sag doch, er hat's komplett durchschaut, wie diese Internetwelt funktioniert. Zumindest die 14-jährigen Mädchen werden das sagen. Insgesamt finde ich das Ganze wirklich sehr schade, denn ich habe mir zur Recherche mal ein bisschen was von ihm angeguckt und ich muss sagen, an sich finde ich ihn gar nicht mal so schlecht. Ja, sag ich doch. Ist eigentlich ein cooler Typ, natürlich auch nicht fehlerfrei. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt auch nicht verstanden, wo das Hauptproblem liegen soll. Ja, da hat er den KuchenTV kritisiert, aber da war jetzt auch nichts wirklich unter der Gürtellinie. Es ist halt meiner Meinung nach genauso, wie ich gesagt habe. Er ist halt so dieser typische Stammtischtyp. Alles, was er persönlich nicht mag oder verstehen kann, wird halt in den Dreck gezogen und fertig gemacht. Und das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Zumindest könnte man ja mal ein paar Argumente dafür bringen. An sich ist es ja auch komplett in Ordnung, wenn du Influencer nicht magst oder Influencer-Manager oder Kollege oder KuchenTV. Aber dann die ganze Zeit solche inhaltslosen Dinge zu behaupten, ich weiß nicht, Bro, das kommt schon wirklich sehr unsympathisch rüber, finde ich. Naja, da wurde sehr viel aneinander vorbeigeredet. Im Grunde genommen ist das jetzt nicht so ein Riesending, ja, dass man dafür so ein Fass aufmacht. Ich finde es aber gut. So kam der Hank ein wenig mehr, sage ich mal, in Mainstream rein. Ein paar Leute werden auf ihn aufmerksam und vielleicht gefällt ja dem einen oder anderen der Content, den er da bringt. Ich muss sagen, ich habe mir auch zwei, drei Videos von ihm reingezogen und die Art und Weise, wie er seine Videos ballert, die Art und Weise, wie er sich gibt, damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren. Es ist so ein Ding, wo ich mir vorstelle, mit dem mal ein bisschen Spaß zu haben, draußen was zu unternehmen, mal unterwegs zu sein, könnte ganz lustig werden. Naja, schreibt ihr mir wie immer eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!